So, gibt's hier nicht noch mehr? Irgendwo vorne? Gegen einen möchte ich nicht gerne kämpfen. Und dann wieder die Buffs. Neue Casten bei anderen. Scheinbar hat's hier ein extremer Mangel an Gegner. Das war das letzte Mal anders. Wahrscheinlich wieder ein Bug. Und die Entwickler nennen es Future. Oder Future. So. Komm. Ah, nerv nicht. Zuerst buffen. Jetzt. Abknallen. Ach, schade. Boom. Ja, toll, jetzt sind wieder keine Sichtweite. Schlecht, schlecht. Dort ist wieder eine. Und mach Boom! Schade! Ich dachte, hier in dieser Quest geht es noch gut mit dem Finn. Ah, ein Gestein. Okay. So. Greifen wir halt nochmals ein paar an. Okay, wir haben ihn. Sehr schön. Wir schauen hier nochmals nach Gesteinen. So gut aus. Wahrscheinlich sind die noch nicht gespawnt, weil die Leute in der Nacht, bevor sie schlafen gehen, noch kurz eine Runde machen. Eigentlich müsste ich mal am Morgen aufnehmen, dann ist wegen der Nacht nichts noch alles da. Aber ja, das ist ja nicht das Wichtigste. Wir wollen leveln und in der Nacht lässt sich am besten leveln. Und Gegenstände suchen. So, was haben wir hier? Normale gepanzerte Kleiderhandschuhe. Aha. Ja, sobald ich ein bisschen die Macht über mein Konto habe, kaufe ich mir einen neuen PC sofort. Komplett neuen PC. Finde, das ist das Optimalste, anstatt eine Grafikkarte kaufen, einen Arbeitsspeicher, einen Prozessor. Einfach mal komplett. So viel teuer ist es auch nicht, wenn man einen komplett PC kauft, anstatt einzelne. Und ja, ich muss ja alles eigentlich auswechseln und
dann habe ich den PC hier als zweit PC, da kann ich auch zum Beispiel Kommentare beantworten oder sonst Sachen im Let's Play oder im Livestream, je nachdem, und auch recherchieren. Ja, also ich denke, es wird sich noch sehr viel verbessern in der nächsten Zeit, und ihr könnt es natürlich sehr viel beschleunigen, indem ihr mir helft, und ihr bekommt dafür dann bessere Videos und auch bessere Spiele zu sehen oder sonst was, eben Livestreams. So, 5 echten Eier. Haben wir das nicht schon gerade gemacht? Das mit der Welt der Aquantis. Komisch. Und wo ist das Aquantis Bauwerk? Ach, es ist da. Komisch, komisch. Vielleicht muss man das zweimal anklicken. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir das. Und jetzt noch die 5 Eier einsammeln. Seid ihr? Ja, yeah, okay. Wer? Ich muss die Eier nicht kaputt machen. Okay, haben wir das. Ja, zweimal Elevator reden und dann zurück ins Dorf, gut. Wahrscheinlich haben wir noch eine Quest bei Elwood. Ja, in diesem Let's Play werde ich wahrscheinlich sehr schnell leveln. Weil ich ja eher an einem Stück aufnehme und dadurch dazwischen sehr viel Zeit habe zum Leveln und so. Dann habt ihr es besser, ja. Sobald ich Livestream kann, werde ich das auch euch im Livestream zeigen, wie ich levele. Ja, sagt mal mir, ob es euch Spaß macht, wenn ich einfach so levele, oder ob ihr lieber irgendwie Quests oder sonstige Sachen schauen wollt, oder ja. Weil mit euren Informationen kann ich meine Let's Plays natürlich verbessern. Okay, ich dachte es mir. Machen wir das. Was braucht er einen gepunkteten Hut? Ach komm schon. LOL? So stark der Zauber. Nicht schlecht. Den müssen wir öfters einsetzen. Ich will doch nur die 5 drücken. Es ist da dunkel hier.
Lol. Okay, besiegen wir den nochmal. Ach komm schon. Ja, hauen wir einfach ab. Tschüss. Ja, du kannst anklopfen, wie du willst. Ich habe einen Schutz. So. Ja. Yeah. Kampfmodus aus. Und jetzt auf Seite, komm schon. So. Ja, ich hoffe, es erscheint bald wieder ein Update. Und es geht nicht bis Ostern. Und hoffentlich ist die Osterquest dann ein bisschen interessanter als dieses Eier sammeln. Das ist mir ein bisschen zuwider gewesen. Vor allem, was soll ich mit einem Hasenkostüm? Also bitte. Hoffentlich Level 10. Aber ich denke schon. Ja, wir müssen hier hin. Und Quest abgeben. Yeah. So. Haben wir das hinten dran. Gut, jetzt können wir rüber schippen mit Mile. Ja. Ein leichtes Pferd brauche ich jetzt nicht. Außer ihr schenkt es mir, aber das ist nur für. Bis zum Absteigen. Was ist jetzt los? Ja, also. Es ist hier immer neblig. Das bin ich gar nicht gewohnt. Wieso leckt das hier so? Ist diese Stadt so zu viel für den Klienten? So, jetzt müssen wir hier Magier trainieren. Und jetzt zum Beschwörer trainieren. Hexenmeister, das ist Beschwörer. Werde Beschwörer. Juhu! Trainieren. Also Beschwörung. Beschwörung Imp. Was ist das eigentlich für? Ich denke mal. Der Dämon. Für wie viel? 30 Sekunden nur? Das ist ja nichts. Zombie herbeirufen. Nur 18 Sekunden.
gleiche 40 Sekunden. Oh, das ist gut. Und hier 42 Sekunden. Ja, erst mit Level 40 ungefähr. Schade. Ja, das sind die Buffs. Abschirmen, Schutz, Widerstand. Oh, das ist gut. Die Spelldauer um 5% erhöhen. Nicht schlecht. Und hier heilen. Ja, machen wir hier mal 2 Punkte rein. Die anderen brauchen wir nicht. Und dann halt noch Imp. Und hier natürlich die 2. Ah, das ist verbündeten heilen. Selbst heilen will ich. Und hier Energiebarriere. Synergiebindung. Nein. Okay. So. Energiebarriere. Machen wir mal zuvorderst. Arkanes Geschoss, Käferschwamm. Und dann Selbstheilung. Beschwörung, Imp, Beschwörung. So. Dann probieren wir das gleich mal aus. Aber zuerst werden wir noch mit dem reden. Schauen wir mal einen normalen Gegner am besten. Doch hier gleich. Ja, okay. Der Käfer. Beschwören wir mal einen Dämonen. Ja, nicht schlecht. Die Imps will ich noch ausprobieren. Zeig mal, wie lange du bleibst. Der hat sogar einen Namen. Okay, jetzt bist du weg. Kurz ausruhen. Ja, das reicht. So. Die 6. Lol, das sind Imps. Yeah. Die sind fett. Nicht schlecht. Okay. Selbstheilung kann wir. Du bist nicht verletzt. Ja, das werden wir dann schon sehen. Ja, das ist das der Beschwörer. Sieht relativ leicht aus. Leider nerven ein bisschen die Zeitdauer. Aber sonst recht nett. Okay. Ja, Dankeschön fürs Schauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr auf einen Daumen nach oben freuen. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.